Okay Leute, weiter geht's mit Pokémon Soul Silver. Hier auf Route 43. Und ja, das mit dem Hopfnussbaum, das war gerade aus Versehen. Und mein Gott, von welchem Pokémon kommt? Ein Raikou. Das war wirklich nur Glück. Und ja, ich probiere es einfach mal mit einem Blottball. Vielleicht funktioniert es ja. Nein, Raikou bricht natürlich sofort aus. Und es flieht. Und ein weiterer Maniac fordert uns raus. So, ein Lamus. Natürlich gut. Ist ja auch Weiterentwicklung von Blackmon, da er auch vom Typ Psycho. Ja, daher kann ich ja eigentlich nicht sagen, es gibt viele Entwicklungen. Nee, die Weiterentwicklung, ja, die anderen Typen sind wie ihre Vorentwicklung. Sag ich mal so. Und ja, mit Gewissheit und Verfolgung können wir Lamus besiegen. Und den Maniac auch. Sehr schön. So gehen wir trotzdem immer weiter und kämpfen gegen den Angler hier. Und ja, Carpador. Sollte ja kein Problem sein eigentlich. Vor allem wenn es Level 10 ist. Aber Gardas ist ja schon noch eine Nummer schwerer. Ich weiß nicht, ob Bedrohung uns jetzt wirklich was da zusetzt. Naja, eigentlich nicht. Obwohl es war ein Volltreffer, aber egal. Wir bekommen die EP für Gardas. Und jetzt kommt nochmal ein Carpador rein. Das ist jetzt aber Level 15, das heißt, es beherrscht schon Tackle. Hat trotzdem keine Chance gegen Blackbird. Wird besiegt. Und ja, der Schwimmer auch. Danke und tschüss. So, jetzt sind wir auch schon am Sitzsonst angelangt, aber an einem anderen Punkt. Sag ich jetzt mal, ja, in diesem Punkt steht eben später der siebte Renanetter Norbert, wenn man seine Telefonnummer will zum Rückkampf. Aber ich hole mir jetzt hier erstmal noch das Item. So. Eine rote Flöte. Ja. Noch gerade mal schauen, was die bewirkt. Ich weiß jetzt noch nicht, wo die hingewandert ist, aber egal. So. Gucken wir mal, was hier, was es hier noch so gibt. Ja, ich versuche in diesem Walkthrough ziemlich viel zu zeigen und ja. Also es ist mein erster Walkthrough. Bei Platin ist ja nur ein Let's Play, also da wird nicht so wirklich was gezeigt. So, hier komme ich nicht durch, also hier lang. Hier gibt es noch TM43 Geheimpower. Ja, mittelmäßige TM. Nicht eins meiner Favoriten, aber anderen finden sie ganz nützlich manchmal. Naja, Top-Trank wollte ich jetzt nicht einsetzen. Wieder Superschutz. So. Jetzt bekommen wir in diesem Haus noch TM10, das ist Kraftreserve.
Ja. Und ja. War also die zweite TM, die man auf dieser Route finden kann. So. Können wir auch wieder zurück zur Route Rhein 40, weil ich wäre auf dem normalen Wege zum Distanz gelangen, dem zum roten Gras gelangen. Und ja, gehen wir also wieder hier zurück. Nehmen gerade jetzt, muss der Schuss nicht mehr weg. Egal. So. So. Legen wir noch diesen Pokémaniac hier schnell. Dann können wir auch weiter zum See des Zorns. So, jetzt ist es mir eigentlich egal, ob ich vergiftet werde. Da ich ja fast an den Stones angelangt bin und danach auch wieder zum Pokémon Center gehen werde. So, zweimal Flugschlag und Nidokings besiegt. Wir werden nicht vergiftet. Natürlich sehr gut. So. So, ich muss noch mal kurz schauen, ob mein Haus noch irgendwas Interessantes bekommt. Aber der hier klärt uns erstmal die Wut des Gyarados. Und ja, er gibt uns nichts oder so eine Art. Ja. Ich guck mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Hier ist noch ein anderer Punkt, wie man hingelangen kann. Oder geht es da doch noch irgendwo hin? Mal schauen. Ja, hier führt es doch noch zu einem Wahlglas. Okay. Ja, da ist es, das rote Gyarados. Was ich mir zwar fangen werde, aber nicht in mein Team aufnehmen werde. Hätte ich ein anderes Pokémon als Starter genommen, hätte ich es vielleicht getan, aber ja. Ich habe eben Impagato als Starter genommen, habe daher schon ein Wasser-Pokémon im Team. Werde daher nicht auf das rote Gyarados zurückgreifen müssen. Ja, hier war ich schon. Fällt mir gerade auf. Ja, wenn ich jetzt wieder Sackgasse geraten. Nein. Ich nicht. So. Ich setze mal mein Ampharos nach vorne, um es zu paralysieren. Um es dadurch noch mehr zu schwächen. Ja, ich spreche jetzt einfach mal. Wer weiß, wann man noch ein rotes Gyarados findet, wenn man die Chance vergibt. Zu schade. So, sprechen wir es. Ich glaube hier. Ja, hallo. Einfach mal an. So.
haben noch 5 Minuten Zeit, um es zu fangen. Da ist es. Gyarados Level 30. Und wir greifen einfach mal mit Flash an. So. Drohr. Geil, wir setzen als erstes Donnerwelle ein. Um es zu paralysieren. So. Ist auch gleich paralysieren, kann ich angreifen. Sehr gut. Ich würde es jetzt wahrscheinlich besiegen, wenn ich angreifen würde. Also tausche ich mal aus. Zu Aquagator. So. Eiszahn. Durch den Flugtypen noch normal effektiv. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen schneller machen, weil da sieht man es ja, dass es länger dauern wird. So. Eiszahn. Ja, es balliert. Weiter Eiszahn. Und nochmal Eiszahn. Und ja, ich denke, das sollte jetzt auch genügen. Und ich kann auch gleich mal ein. Ja, ein Köderball werfen. So, wir haben es auch sofort gefangen. Das heißt, ich kann wieder auf normal Speed setzen. Mit dem ersten Ball. Ja, mit dem ersten Ball. Und ja, ich möchte mir jetzt aber keinen Spitznamen geben, da ich es nicht benutzen werde. Ja. So, wir erhalten jetzt die rote Haut. Wenn wir diese rote Haut zu Mr. Pokémon bringen, dann erhalten wir den EP-Teller. Und ja, hier ist auch gleich Siegfried, der Champion der Pokémon-Liga. Und ja, wir werden ihn auch sehr bald wieder treffen. Und ja, also, geht er weg mit seinem Dragoran. Und ja Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier. Bis dann, ciao.